Moin! Heute wollten wir mal die Deerhunter-Bekleidung testen und zwar ganz speziell die Heat-Variante. Das sind die, diese eingebauten Wärmeheizungen mit implementiert haben. Dazu haben wir jetzt endlich mal etwas kühleres Wetter. Wir hatten Bodenfrost die Nacht, heute Morgen waren es 0 Grad, haben jetzt 5 Grad und sind mal in den Wald gegangen, um zu sehen, gerade da, wo auch nicht so viel Sonne hinscheint, also nicht so viel Sonnenkraft einen aufwärmt, das Ganze vernünftig funktioniert. Ein Preview-Video über das gesamte Sortiment von Deerhunter haben wir schon mal gemacht. Verlinken wir euch selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und ansonsten nochmal kurz zusammengefasst, kommt Deerhunter aus Dänemark. Sie produzieren maßgeblich Jagdklamotten hier im Realtree, was sich gerade in unseren Laubwäldern unheimlich gut abtarnen lässt und macht halt maßgeblich auch Thermobekleidung. Und da haben wir ja gesagt, die schauen wir uns jetzt genauer an. Die Jacke sowie die Hose sind beide mit einer Dupont-Wattierung ausgestattet, die so schon sehr wärmeisolierend ist und man also nicht unbedingt gleich die Heizung dazu benötigt. Also wie gesagt, bei den Temperaturen jetzt ist mir schon so wahnsinnig warm. Die Jacke hat hier zusätzliche Pulswärmer am Ärmelabschluss. Das ist meines Erachtens immer gut, denn gerade da sollten ja die Gelenke und die Handflächen nochmal gewärmt werden, denn wenn die warm sind, habe ich auf jeden Fall erst viel später kältere Finger. Der Zwei-Wege-Reißverschluss ist hier nochmal mit einer Flappe abgedeckt, bietet also nochmal Windschutz. Das können wir jetzt hier nicht testen, weil wir keinen Wind haben, aber das wird schon so sein. Der hochgeschlossene Kragen lässt sich hier wirklich gut und dicht, also sehr körpernah verschließen und die Kapuze ist von innen auch nochmal gefüttert. Bietet also nochmal eine zusätzliche Wärmebrücke und Isolierung. Wie mittlerweile eigentlich guter Standard, lässt sich auch hier die Kapuze über 3 Kordelzüge über den eigenen Kopf anpassen und regulieren. Eine Sache ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Die ganzen Sachen sind sehr geräuscharm in der Bewegung, haben auch einen sehr weichen Stoff natürlich. Und bis jetzt auf hier die Knopfleiste vorne zur Abdeckung haben alle Taschen Magnete, also dass ich sie ganz leise öffnen kann. Selbst bin ich jetzt kein Jäger, aber mein direkter Nachbar und auch ein guter Freund von mir sind Jäger mit eigenen Revieren. Also daher weiß ich, dass sie es immer sehr schätzen, wenn eben solche Kleinigkeiten auch bedacht werden. Wie gut die Realtree-Tarnung jetzt hier im Wald funktioniert, kann ich nur erahnen. Also es sieht erstmal so ganz gut aus, aber das könnt ihr natürlich jetzt im Video viel besser beurteilen, schreibt das doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr generell von dem Realtree so haltet. Übrigens hat die Jacke noch rückseitig so eine Biketasche auch wieder mit Magneten gesichert, in der sich eine Warnweste befindet, die ihr hier rausziehen könnt. Die ihr dann zum Beispiel bei einer etwaigen Treibjagd etc. tragen könnt. Kommen wir jetzt aber mal zu dem wesentlichen Unterschied dieser eben Heat-Bekleidung. Denn ihr habt hier im Inneren so eine Tasche, die ihr mit Hilfe des Zugbands öffnen könnt. Darin befindet sich dann ein Kabel, ein USB-Kabel, das hier nochmal geschützt ist. Und da könnt ihr jetzt eine Powerbank anschließen. Ich nehme hier mal eine mit. Empfehlen tun sie eine 10.000er, um dann auch mehrere Stunden den Betrieb zu gewährleisten. Powerbank passt dann natürlich in die Tasche rein. Und hier in der Außentasche befindet sich dann ein Knopf, mit dem ihr die in 3 Stufen regulieren könnt. Ein längeres Drücken aktiviert die Heizung im Inneren. Ein wiederholtes Drücken schaltet die verschiedenen Wärmegrade um. Jetzt lassen wir die Heizung mal kurz an, gehen einen Schritt, denn hier um die Ecke befindet sich auch gleich noch ein Hochsitz. Da setzen wir uns dann mal hin, denn wir wollen natürlich wissen, wie gut ist die Wärmeleistung, wenn wir einfach uns nicht bewegen, sondern auf irgendwas warten eben oder nur sitzen. Jetzt haben wir selbstverständlich noch einen Rucksack mit, um mal zu schauen, wie sehr sich das nochmal auswirkt, ob man dann eher schwitzt oder noch mehr Wärmeleistung hat. Und jetzt gehen wir ein Stück durch den Wald bis zum Hochsitz.
Also ich merke jetzt schon auf der mittleren Stufe durch auch den Rucksack hinten, dass die Heizung im hinteren Bereich den Rücken schon ordentlich wärmt. Also ich gehe mal hoch und dann schauen wir mal weiter. So, das war jetzt erstmal Hose und Jacke, aber Deer Hunter hat auch noch Langarm-Shirts mit dieser eingebauten Heizung drin. Auch wieder mit Pulswärmer, was ganz gut ist. Und hier verspreche ich mir nochmal mehr Wärmeleistung, weil das trage ich ja nun direkt auf der Haut. Im Großen und Ganzen das gleiche Prinzip. Wir haben eine Tasche, hier in diesem Fall, dass man dort von außen rankommt. Wieder einen geschützten USB-Anschluss. Da hängen wir jetzt mal die Powerbank dran, stecken wir hier in die Tasche, machen die zu natürlich. So, und dann können wir hier oben über das Logo die Heizung aktivieren. Okay, also ich kann jetzt schon sofort sagen, es ist eine ganz andere Wärmeentwicklung zu spüren. Das ist schon fast so, als hättet ihr so ein Hitzepflaster, ne, dass ihr euch auf den Rücken kleben könnt, wenn ihr irgendwelche Schmerzen habt oder sowas auf dem Rücken. Ich gehe mal eine Stufe runter. Immer noch warm, deutlich angenehmer. Und jetzt nur noch eine leichte Wärmeunterstützung. Kommen wir also zum Fazit. Generell macht die Bekleidung sehr guten Eindruck. Sie ist geräuscharm, sie ist sehr weich, sie trägt sich wirklich angenehm, wärmt von sich aus schon durch diese Dupont-Wattierung, die das Ganze hat. Und ja, fühlt sich gut an, kann ich nichts anderes sagen. Kommen wir zur Wärmeleistung. Also besonders bei der Jacke muss ich sagen, hat man ja eigentlich immer noch was drunter, ist das eher eine Wärmeunterstützung. Also wenn ich jetzt irgendwo sitze, dann unterstützt mich das halt eben noch im Rücken- und Nierenbereich. Aber so deutlich spürbar ist das dann erst in der Hose, weil natürlich ich jetzt hier keine lange Unterhose drunter hatte, dann spüre ich das auf der Haut und am stärksten merke ich es dann direkt bei dem Langarm-Shirt. Das bedeutet also, zum Schluss muss man sich überlegen, wozu man das Ganze braucht. Ich denke mal, die Jacke ja als Unterstützung auf einem Hochsitz, also beim Ansitzen, mag das funktionieren. Seid ihr bei einer Bewegung, dann glaube ich, wird die Jacke nicht mehr so wahnsinnig viel bringen, weil ihr dann wahrscheinlich wirklich, ihr habt dann noch irgendwas drunter, noch ein Shirt, dann vielleicht noch einen dünnen Pulli oder sowas. Und ich glaube, da ist dann irgendwo die Effektivität nicht mehr wirklich da. Die Hose und natürlich auch ganz besonders das Shirt, wo dieses Heizsystem viel dichter am Körper ist, hat durchaus mehr gebracht. Also auch gerade das Shirt. Ich hätte ja gesagt, es fühlte sich so ein bisschen fast an wie so ein Wärmepflaster oder sowas. Also so richtig, richtig warm ist das dann auf der höchsten Stufe. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch gerade bei nasskaltem Wetter echt nicht schlecht ist, wenn man unterwegs ist, vielleicht sowieso gerade muskulär im Rücken mal Probleme hatte oder sowas. Da kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen, dass das da richtig was bringt. Schließen wir so ab. Alles eine sehr durchdachte Sache. Ob ihr nachher allerdings dann irgendwie immer zwei Powerbanks mit euch rumschleppen wollt, das ist jedem selbst überlassen. Aber auch hier kann ich gleich sagen, beim Shirt fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Also der Platz ist gut gewählt. Das liegt auch direkt mit an die Powerbank. Also richtig stören tut die auf jeden Fall nicht. Also Deer Hunter durchdacht, gut. Wärmeentwicklung in Ordnung, je nachdem, was ihr tragt. Ich würde, wie gesagt, dann eher das Shirt präferieren, wenn ihr es wirklich warm haben wollt. So Jacke als Unterstützung ist durchaus machbar. Ja, was sagt ihr zu Deer Hunter? Kennt ihr die Sachen von Deer Hunter schon? Habt ihr vor allem auch schon diese Heatbekleidung ausprobiert? Dann schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie ihr das dann im Einsatz wirklich erlebt habt. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!